Hallihallo, hier ist euer Darth Stephen Zockt zu einer neuen Folge von Let's Play School of Dragons. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch erstmal los und sammeln 10 Schafe in der Nähe der Schule. Schauen wir mal, wo welche rumrennen und holen sie uns mal. Und ich wundere, warum ich hier nur in kurzen Short da sitze. Ich kann nicht pennen und mache daher einfach mal ein bisschen Let's Play Aufnahmen. Weil ich bin von munter sein her so munter oder wach, dass ich nicht nicht pennen kann. Und daher habe ich gedacht, okay, machst du einfach mal Let's Play Aufnahmen. Ist ja eh egal. Ob ich jetzt im Bett liege und mich immer hin und her wälze, weil ich nicht pennen kann oder aufnehme, da bin ich damit besser dran, wenn ich aufnehme. Und ja, da mache ich jetzt immer eine Runde des Plays School of Dragons für euch. Dann noch was anderes vielleicht, mal gucken. Naja, so ist das halt, wenn man nicht pennen kann. Ist schon etwas nervig, wenn man nicht schlafen kann. So was hasse ich immer, wenn man sich im Bett hin und her wälzt und einfach nicht in Schlaf kommt. Ich habe jetzt, glaube ich, wir sind jetzt doch nicht mal eine Stunde gepennt. Wir haben es jetzt 1:30 rum circa. Und ich bin relativ top munter eigentlich. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber nicht so müde, dass ich nicht zum Beispiel jetzt aufheben kann. Ich werde jetzt das ein oder andere Mal gähnen. Das werdet ihr wahrscheinlich merken. Aber das war's aber auch schon. Naja, machen wir einfach mal das Beste daraus. Aus einer schlaflosen Nacht. Ja, das schon irgendwie hingekommen. Und auf die Bruthöhle gehen wir dann natürlich auch noch mal eine Runde. Bei einen Drachen dürfte ich mich jetzt inzwischen ausbrüten können. Ja. Oh Mann, was ist mit der Zerstörung? Oh, hallo! Oh, was ist los hier? Jetzt habe ich es eingesammelt. Hier doch. Die Steuerung ist hier mal echt schwerfällig heute. Hier geht man nicht so, wie ich es möchte. Eieieiei. Gut, wo ist das nächste Schaf? Das Spiel hat irgendwie Probleme, kann das sein? Das Spiel hat öfters mal irgendwelche Bugs oder Aufhänger. Ich weiß aber nicht warum. Ich verstehe es auch nicht. Also. Aber die Server laufen gerne mal ab. Der Server kann ab und an mal nicht synchronisieren, also ich habe keine Ahnung, was mit School of Dragons los ist, die Zeit. Hä? Guck hier, das kann nicht synchronisieren, ah jetzt. Nee, ne? Sind sie noch auf, dann ist es nicht mehr auf. Doch. Okay, es nimmt noch auf und das Spiel läuft auch noch. Okay. Ich hatte gerade irgendein Performance-Problem, es hat irgendwas beendet. Ich weiß halt nur nicht, was es beendet hat gerade. Aber irgendwas hat es beendet.
So, da tun wir mal so ein Mulch was ab hier. Okay, er muss mir irgendwas erzählen. Soll Fische fangen. Ernst jetzt? Jetzt darf ich Fische fangen? Mein jetziger Zustand, ich bin noch nicht vertopft hier. Soll ich Fische fangen? Oh mein Gott. Das Spiel wird aber halt echt gut mir, kann das sein? Wow. Komm du Barsch. Uiuiui. Du ziehst aber ganz schön alleine. Uiuiui. Ein störrischer Barsch. So, okay. Ich weiß, ich bräuchte eine moderne Angel, ne? Die noch besser funktioniert. Aber ich komme mit meiner Angel, die ich habe, eigentlich relativ gut zurecht. Und daher hole ich mir die andere noch nicht, weil die andere kostet wieder Gemen. Gut, kann ich mir holen, da könnte ich besser angeln auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube, das brauche ich erstmal nicht fürs Erste. So, das wäre Fisch 2. Jetzt holen wir uns noch einen dritten und dann hätten wir die Quest oder die Aufgabe von der Quest auch erledigt mit 3 Fische fangen. Und dann schauen wir mal, ob ich die Quest fertig habe, dass ich mal endlich in die Boothöhle kann. Um meinen Natter auszubrüten. Der müsste nämlich schon fertig sein inzwischen. Die 10 Stunden. So. Gut. Das hätten wir auch erledigt, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ich muss es nur laden. Was bei dem Spiel zur Zeit sehr, sehr, sehr lange dauert. Die Schafe muss ich zur Botanikerin bringen. Also zum Ausguck. Alles klar, das machen wir mal. Da werden wir wohl den Drachen erst in der nächsten Folge ausbrüten können. Wenn nicht mal die Quest langsam beendet ist. Ja, hier hast du 10 Schafe aus den, 10 Schafe aus dem Rucksack. Weil man so mal auch so 10 Schafe einfach mal in seinen Rucksack packen kann, und irgendwo hinschaffen kann. Ja, ja. Das ist die Spielmechanik hier. Okay, cool. Und 2 Sonnenblumen bei Botaniker abliefern. Okay. Das muss ich aber erst auf der Farm machen, das Zeug. Da habe ich nämlich nichts davon, glaube ich. Aber die Quest klingt auch gut, die nehme ich auch mal an. Klingt sehr interessant. Aber ich gehe erstmal auf Berg zurück, wo die Bruthöhle ist. Die war dort, genau. Bisschen Zeit habe ich nämlich jetzt doch noch. Da kann ich mal reingehen, auch in die Bruthöhle. Und das Ei doch noch ausbrüten in der Folge, glaube ich. Die Zeit hätte ich. Wo ist denn der Bruttopf? Hallo? Wie? Ich gehe gerade kurz auf Neuberg. Weil da gab es ja auch das Teil, ne? Hier nämlich. Da ist nämlich auch nochmal die Drachenbruthöhle.
Was passiert jetzt? Aha, ah, da liegt mein Ei. Schaut, da liegt es. Bereits zur Brut. Also, werden wir es mal ausbrüten. Tödlicher Nether. Wie nennen wir es denn mal? Wie nennen wir es mal? Ja, das ist richtig süß, der Kleine. No. Das ist weiblich, das ist männlich, richtig? Ich nenne ihn... Nicht den richtigen, mit echten Namen. Aber wir nennen ihn nach meinem Partner. Zumindest hat er Spitznamen. Dunkleres Blau, das sieht besser aus. Ja. Dann nenne ich ihn mal Tizi. Ja, ich möchte ihn so nennen und so auch machen. Ich liebe diese Szene mit der Hand an die Stirn halten, ist es süß. Aha. Ja. Oh, warte mal. Tag hat ein dickes Wunder an, ne? Da ist ich nicht jetzt gekommen. Ist das Podest weg? Okay, alles klar. Ich schwebe da in der Luft. Da ist er. Süß. Gut. Ich mach dir mal dann als aktiven Drachen in der nächsten Quest, in der nächsten Folge. Da schaue ich mal, weil man kann die ja irgendwie wachsen. Achso, da ist er schon da. Man kann ihn ja irgendwie wachsen lassen mit irgendwelchen Tickets. Ich muss ja mal schauen, wie das funktioniert, weil das weiß ich gerade nicht genau aus dem Kopf, wie man den erwachsen werden lassen kann. Das funktioniert nämlich irgendwie. Na gut, schauen wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt beim Zuschauen bei dieser Folge und seid bei der nächsten Folge von Let's Play School of Dragons dann auch wieder dabei. Wenn es heißt, ja, keine Ahnung was machen, da werde ich wahrscheinlich die Quest von Fischbein machen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Euer Darth Devil zockt, möge die Macht mit euch sein und das Drachenreiterblut natürlich auch und schaut auch gerne bei meinen anderen Let's Play Projekten vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also dann, ciao mit V und bis Donnerstag zur nächsten Folge von School of Dragons. Ciao, ciao.